Ein Dach über dem Kopf und Stühle zum Sitzen. Was heute als normal angesehen wird, war damals in Shakespeares Zeit im Globe Theater keine Selbstverständlichkeit. Um Shakespeare nämlich drehte sich alles beim sogenannten Shakespeare-Abend in der alten Posthalle in Coburg. Mit dabei auch die Oberstufe des Gymnasiums Kasimirianum Coburg. Meine Intention ist, die jungen Leute für Shakespeare zu begeistern. Beim Tucholsky war es so, dass ich auf die Texte aufmerksam zu machen, wie aktuell die sind. Auch beim Shakespeare, wie aktuell die Texte sind und eine Begeisterung dafür hervorzurufen. Einen bunten Mix bot der Shakespeare-Abend. Ballett, Szenen aus Hamlet oder Macbeth, aber auch Darbietungen von Schülerinnen und Schülern standen an diesem Abend im Fokus. Beispielsweise ein Monolog, Live-Musik und ein Stück aus dem Sommernachtstraum. Es ist die Zusammenarbeit mit Making Culture Coburg und es ist natürlich eine kulturelle Veranstaltung. Im Lehrplan des Bayerischen Gymnasiums steht ja auch Shakespeare geschrieben und es ist natürlich eine wunderbare Ergänzung zu dem, was die Schüler in der Oberstufe schon gemacht haben, das heißt in 12.1. Sie bekommen jetzt nochmal kurz vor Abitur, gerade die Q12, nochmal sehr, sehr viel vorgelegt von Tragödien über Komödien und Historien. Vielleicht nutzt Ihnen ja was, wir hoffen das natürlich. Ich muss dich jetzt für 2 Stunden verlassen, Rosalinde. Frederik Leberle vom Landestheater Coburg ist auf der Bühne tätig, aber auch Regisseur und künstlerischer Leiter des Abends. Shakespeare ist für den Schauspieler keinesfalls veraltet. Im Gegenteil, für ihn ist er heute noch aktuell. Es gibt einige Figuren in den Stücken heute, wo ich sagen würde, wenn man in die tagesaktuelle Politik guckt, dann sieht man die entsprechenden Personen, auf die das genau auch heute noch passen würde. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und noch viel mehr Shakespeare bekamen die Schüler des Kasi an diesem Abend zu hören und zu sehen.